Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, beim letzten Mal habe ich da aufgehört, dass ich von dem Zimmer im Obdachlosenheim zurückgegangen bin zu ihm. Wir waren dann auch im Urlaub, das war noch total toll. Er war dann wirklich der Traummann, das kann man nicht anders sagen. Aber es dauerte natürlich auch nicht lange. Und das alte Muster schlich sich wieder ein. Da half es dann auch nur ganz bedingt, dass ich immer mehr machte, was er sagt, weil ich einfach feststellte, dass sich dadurch Ärger vermeiden ließ. Was ich aber nicht begriffen habe, ist, dass langsam mein Ich irgendwie anfing, sich aufzulösen. Das habe ich so nicht begriffen. Ich dachte, wenn ich ihm genug entgegenkomme, wenn ich zu allem Ja und Amen sage, dass das jetzt klappt. Ich habe mir das, keine Ahnung, irgendwie schön geredet. Ich wusste aber auch, jetzt brauchst du auch keinen mehr fragen. Da hätte jetzt absolut keiner mehr Verständnis für. Ich hatte ja gerade erstmal die Schwierigkeit gehabt, allen zu erklären, warum ich dahin wieder zurückgegangen bin. Und dann zu sagen, es klappt wieder nicht oder immer noch nicht. Also habe ich dann meine Strategien entwickelt. Ich wusste, über welche Themen er sich gerne unterhält. Dann habe ich versucht, ihn halt bei Laune zu halten und immer auf diese Themen zu lenken, um von mir abzulenken. Und das klappte so einigermaßen, mal mehr oder mal weniger gut. Ja, also geändert hat sich nichts groß, bis auf das mein Ich sich irgendwie aufgelöst hat. In dem Versuch, alles recht machen und alles machen zu wollen, habe ich mich verloren. Ich habe mich eigentlich für eine vermeintliche Sicherheit wieder mal verkauft, meine Seele verkauft. Ich meine, das ist für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich da an irgendwas geglaubt habe, was nicht so war oder glauben wollte. Einfach aus einer Verzweiflung heraus. Ja, dieser schöne Urlaub hatte dann auch Konsequenzen, als dass ich dann irgendwann wahnsinnige Schmerzen hatte und ich wusste nicht, wo das herkam. Das war dann so schlimm, so eine Krämpfe, dass dann mein Ex, mit dem ich noch befreundet war, die waren bei uns zu Besuch mit seinem Kollegen, dann mit mir ins Krankenhaus gefahren sind, weil der Wärter, er war der Meinung, da kann ja nichts groß sein. Oder haben darauf gepocht. Ja, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so gelandet. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis herausgefunden wurde, was es ist. Also ich konnte noch nicht mal mehr sitzen. Ich konnte nur noch stehen. So tat das weh. Und dann stellte sich heraus, dass es eine Eileiterschwangerschaft war, die sofort operiert werden musste. Ich war erstmal total perplex, weil man mir immer gesagt hat, ich könnte keine Kinder kriegen. Und ich habe das auch versucht, seit ich jung war, jahrelang, und es klappte nie. Aber das sind andere Geschichten. Ja, Monat für Monat der Frust und es ist nichts. Und dann auf einmal bin ich aus allen Wolken gefallen und es dann hieß Eileiterschwangerschaft. Okay, es hat zwar so auch nicht geklappt, aber zumindest war überhaupt irgendwas möglich. Also das war für mich sehr heftig, weil ich habe jahrelang sehr darunter gelitten, wirklich sehr, sehr, sehr darunter gelitten, keine Kinder haben zu können. Das kann man gar nicht beschreiben, wie schlimm das ist. Also psychisch, das war für mich ganz, ganz schlimm, ne? Andere zu sehen mit Kindern und zu wissen, ich kann es nicht, bei mir geht das nicht. Und dann auf einmal heißt es Eileiterschwangerschaft, also das heißt, die Möglichkeit, ich könnte doch wieder schwanger werden, die rückte auf einmal. Also es hat mich umgehauen. Aber dann natürlich auch das Pech, ja. Wie es bei mir halt im Leben meistens so ist, wird leider auch nichts. Ja, er war dementsprechend auch ein bisschen platt. Dann wurde das halt operiert, weil sonst wäre ich verblutet. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass innerlich Verbluten doch sehr weh tut. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, sowas tut nicht weh. Doch, tut weh. Tut höllisch weh. Ist nicht lustig. Und als ich dann aufwachte,
Ja, ich hatte so viele Gedanken. Ich dachte an meinen Wunsch. Ich wollte immer ein Kind haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spürte ich aber auch in mir, dass das jetzt eventuell nicht der richtige Mann ist oder der richtige Zeitpunkt. Oder ich war auch einfach noch zu schockiert. Ich wollte, ja, ich habe dann versucht, irgendwie psychisch das zu verarbeiten. Und er kam dann auch gleich, ja, wollen wir nicht Kind probieren? Und ich dachte, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich konnte das gar nicht so richtig begründen, aber ich war einfach noch geschockt von dem. Und dann hat er mich auch gleich wieder angeflaumt. Aha, wieso? Bin ich dir nicht gut genug? Willst du mit einem anderen ein Kind oder was? Und ja, ich habe dann schon erwähnt, dass auch wenn er jetzt gut verdient, aber letztens also total die Schulden da sind und ich möchte halt, dass das Kind das auch gut haben kann. Und dann haut er noch raus, von wegen, ja, mein Gott, da musst du halt von deinem Vater vorzeitig das Erbe einklagen. Mein Vater ist jetzt nicht sonst wie reich, nicht, dass da irgendwelche Ideen aufkommen. Er hat halt normal Geld. Ja, normal. Und aber schon diese Frechheit. Und das meinte der total ernst. Und ja, so ging das dann ab. Irgendwann in meinem Hin und Her habe ich dann gedacht, jetzt habe ich das wieder abgespalten. Ich habe immer diese Erlebnisse abgespalten. Das heißt, ich habe das wie vergessen, versucht zu vergessen. Das kann man auch schlecht beschreiben. Und dachte dann, okay, ja, vielleicht. Er sagt, ja, ich hätte gerne so einen kleinen von mir. Da hat er dann seinen Zunamen da genannt, so einen kleinen Punkt, Punkt, Punkt. Also nicht, ich hätte gerne ein kleines Kind, sondern das war ganz klar, er hätte gerne eine kleine Version von sich selber. Darum ging es. Und ja, in mir war trotzdem der Wunsch, dann irgendwann stärker, doch es zu versuchen, wenigstens zu versuchen, ein Kind haben zu wollen. Und dafür habe ich dann sogar aufgehört zu rauchen, was mir sehr schwer fiel. Ich habe nämlich 20 Jahre lang geraucht, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und für mich waren die Zigaretten immer das Allerheiligste überhaupt. Aber ich wollte das dann so sehr und ich wollte, dass das Kind, wenn es dann vielleicht klappen könnte, es zumindest nicht durch meine Schuld irgendwelche Schäden hat. Und habe das tatsächlich geschafft. Nicht mit bester Laune, aber geschafft. Ja, es hat nicht geklappt. Das war auch sehr belastend. Heute sage ich gut so, weil wenn ich jetzt mit ihm noch Kind gehabt hätte, dann würde ich ihn, glaube ich, also das wäre eine never ending story. Ich könnte ihn gar nicht loswerden. Ja, allein schon wegen dem Sorgerecht. Also ich meine, wenn du selber Kinder hast und schon mal weg warst oder jetzt weg bist oder noch weg willst, das sind ja ganz andere Überlegungen, die da auf dich zukommen, als wenn du kein Kind hast. Aber da du ja vielleicht auch sogar ein Kind von ihm hast oder dir gewünscht oder gewünscht hast, kannst du mich ja vielleicht ein bisschen verstehen. Es ist halt, ich weiß nicht, ob jede Frau sich das wünscht, aber ich habe mir halt immer ein Kind gewünscht und das ging jahrelang nicht. Auf einmal kommt ein Mann, wo zwar eine Eileiterschwangerschaft ist, aber die Möglichkeit bestände, dass es vielleicht doch geht. Und dann kommen all die alten Wünsche wieder hoch und natürlich die irrige Vorstellung. Ja, wenn, vielleicht ist es ja, wenn da das Kind da ist, wird dann alles toll. Also heute sage ich zu mir selbst, wie naiv warst du eigentlich? Natürlich wird dann nicht alles toll und das Kind hätte es wahrscheinlich auch nicht toll gehabt. Da sehe ich jetzt auch rückwirkend ganz erschreckend nochmal, wie sehr mich das alles verblendet hat oder ja, ich mir das schön geredet habe. Das ist schon sehr traurig. Ja, dann hatten wir auch viele Tiere, habe ich schon erzählt. Auch Hunde, die sich dann irgendwann nicht mehr verstanden haben, weil er hatte einen Schäferhund, ich hatte einen Golden Retriever und er hatte dann noch einen Schäferhund dazugeholt, angeblich für seine Arbeit. Der hat aber nie mehr zur Arbeit genommen und die waren halt, die beiden Schäferhunde waren Alpha. Die erste Schäferhündin, die war auch schon, weiß ich nicht, recht alt, also die war schon 8, 9 Jahre bei ihm. Also die erste und hatte auch den obersten Platz. Und die neue, die war halt, ja, viel jünger und agil. Und es war eigentlich dann relativ klar, die werden sich nicht verstehen. Dann ging irgendwann die Beißereien los. Und
Und ja, ich weiß noch, ich versucht habe, auf ihn einzureden, dass der letzte Hund, der gekommen ist, einfach wieder weg muss, weil die haben sich nicht einfach nur gebissen, die haben sich blutig gebissen. Ich weiß noch, wie wir im Wald waren und der ganz und dann anschließend fing die Beißerei ein, drei Hunde und alles war blutig, der ganze Kofferraum, es war die Hölle. Oder als ich alleine zu Hause war, und dann zwischen diesen Hunden war, die sich gebissen haben und auch versucht habe, die zu trennen. Ja, dann haben sie mich dann auch hier die Finger richtig gebissen. Aber weil ich dazwischen gefasst habe, das war meine Schuld. Dafür können die Hunde nichts. Das sollte man auch nicht tun, aber ich dachte, ich kann da nicht zugucken. Wer weiß, ob die sich, ja, was die sich sonst antun. Also ich war auch hoffnungslos überfordert. Das werde ich auch nie vergessen. Und das hat wirklich furchtbar geblutet und war nur knapp an der Sehne vorbei. Ich hätte vielleicht meinen Finger noch ein bisschen näher, nicht mehr daran bewegen können. Und als dieses Drama war, ja, dann weiß ich noch, dass ich unten bei der Einliegerwohnung, da waren mittlerweile die Neuen eingezogen, stand mit blutverschmierten Händen. Und dann nach und nach kamen dann auch alle Nachbarn, weil das war ganz schön laut, ein tierisches Geschrei von mir und das Kläffe. Das war für mich traumatisch und ein Horror. Und er war auf Arbeit und da haben die schon gesagt, oh, wir müssen den jetzt anrufen, dass mit dir was ist. Und ich wusste schon, oh Gott, den anzurufen, das ist jetzt keine gute Idee. Tatsächlich war auch seine erste Frage, was ist mit den Hunden und nicht, was ist mit mir. Er war dann auch richtig erbost, als die Nachbarn gesagt haben, er soll mal bitte herkommen. Wegen mir. Also da war er auf 180, wegen seinen Hunden wäre er gekommen, aber wegen mir, naja. Eine Nachbarin hat mich dann ins Krankenhaus gefahren, wegen dem Finger, einfach um das überprüfen zu lassen, dass da nichts passiert. Und ja, erst danach gefahren. Und die nächsten Tage durfte ich mir dann anhören, was ich gemacht hätte. Ja, da habe ich wieder gesagt, dass ich halt glaube, dass das nichts mehr wird. Wir haben auch mit einigen anderen Leuten gesprochen, auch einem Hundetrainer, der gesagt hat, das wird nichts mehr. Die hassen sich. Da muss ein Hund weg und zwar der neueste. Nein, er wollte die lieber trennen, in getrennten Räumen halten. Ne? Also das war schon furchtbar gewesen. Für alle Beteiligten, für die Hunde und für mich auch. Ich musste also immer gucken, wenn ich durch die Tür, Küchentür in den Flur gegangen bin, dass da bloß keiner der Hunde durch huscht. Und es gab halt viele Beißereien und die waren wirklich richtig blutig. Aber erschreckend war halt, da hat mich dann sogar von unten der Mann, also der Freund von der Frau, also die hatten sich Gedanken gemacht und es komisch gefunden, warum er sich nicht nach mir erkundigt hatte, sondern ihn nur die Hunde interessiert haben. Ich weiß auch noch, als ich da einmal unten saß, Kaffee zu trinken, und dann kam ständig die Frage, was wir gerade machen. Da hat er mich auch angesprochen, meinte, das ist aber komisch, warum fragt er denn ständig? Du bist doch hier. Er hat sogar ihn angeschrieben, ob ich auch wirklich da bin, also nicht, dass ich bei irgendwem anders hocke oder so. Ja. Also es ist schwer, das zu beschreiben und ich will auch nicht alles jetzt wiederholen. Es sind halt so kleine, aber doch gravierende Beispiele, wie es da so zuging. Es fällt mir teilweise immer noch schwer, mich da so genau an alles zu erinnern, weil das Gehirn halt gut im Verdrängen ist. Ich weiß nur, dass ich mich immer leerer gefühlt habe, immer leerer, immer mehr wie tot und ich wollte irgendwann auch nur noch sterben. Ich dachte, es gibt keine andere Möglichkeit für dich mehr, hier rauszukommen. Ich fand es halt nur komisch, als irgendwann, wie gesagt, von außen mich einige ansprachen. Wenn die mal da waren, wieso machst denn du alles? Du springst ja sofort. Das war's schon teilweise sehr demütigend, wenn er dann runterkam und zu der Hündin sagte, hier, also ne, spring hoch, was sie gar nicht sollte.
Und die dann liebkoste und sagte, wie toll und super sie ist. Und zu mir dann mit einem kalten Blick, wo sind meine Schuhe? Hast schon wieder meine Schuhe versteckt? Wo hast du meine Schuhe? Mein Gott. Also dieser Kontrast, ja. Wenn er dann seinen Hund genommen hat, oh, meine Süße, du bist ja so, oh, ich lieb dich so. Und dann halt zu mir, als ob ich das letzte Stück Dreck, das der letzte Abfall bin. Wo sind meine Schuhe? Immer packst du meine Sachen irgendwo hin, ey. Er hat mich immer beschuldigt, dass ich seine Sachen irgendwo hingetan hätte, was gar nicht stimmt. Er hat die immer verlegt. Ich musste die dann immer ganz schnell suchen. Und wenn ich die nicht schnell genug gefunden habe, dann hat er ein richtiges Fass aufgemacht. Also es war für mich sehr, sehr beängstigend und sehr schlimm. Bis heute reagiere ich darauf allergisch, wenn ich irgendwem seine Sachen suchen muss, weil da bin ich noch geschädigt. Das muss ich noch für mich aufarbeiten. Also da kriege ich heute einen Föhn. Wenn jemand andeutet, ich hätte irgendjemanden seine Sachen verlegt, was definitiv nicht so ist. Da reagiere ich noch ein bisschen über. Da müsste ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten. Aber das sind halt so Sachen, die gehen dann auch nicht spurlos an einem vorbei. Wenn ich halt, wie gesagt, und das kam ständig vor, wo ist meine Hose, wo ist mein Pulli, hast du es weggetan, willst mich wieder ärgern, na, wo hast du es hin? Und ich musste schnell suchen und ich hatte keine Ahnung teilweise, wo der die Sachen hingetan hat. Ja, ich habe halt trotz der Tiere irgendwann gemerkt und all dem, was da ist, dass ich mich immer leerer fühle. Das, was er gut fand, war, wenn ich Musik gemacht habe. Die ganzen Videos, die auf YouTube zu sehen sind, die ganzen schönen Musikvideos, die habe ich in der Zeit gemacht. Und das habe ich deshalb unter anderem auch so akribisch gemacht, nicht nur, weil ich Musik so gerne habe, sondern weil er mich da einfach auch in Ruhe gelassen hat. Das war dann mal eine Zeit, wo er nicht von Arbeit anrief oder wo ich sagen konnte, ich muss an diesen Videos arbeiten. Deswegen gibt es da auch sehr viele von. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich sicherlich kein Bedürfnis, nicht wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen. Er wollte halt immer schön schnell reich werden und weil er der Meinung war, ich kann gut singen, dann geht das ja über mich. Ich hatte auch tatsächlich mal, war ich mal bei einem Produzenten in der Schweiz eingeladen, hätte dort auch eine Chance bekommen. Ich hätte eine Chance bekommen. Ich habe mich bei ihm nicht gemeldet. Wird jetzt wieder keiner verstehen, glaube ich. Ist schwer zu verstehen, aber doch, vielleicht verstehst du mich, wenn ich dir sage, wie hätte ich das denn machen sollen? Zu irgendeinem Produzenten, wie, also allein die Vorstellung, dann jedes Mal angerufen zu werden, durch eine Aufnahme nicht schnell genug am Telefon sein zu können. Vielleicht, aber mit Sicherheit hätte er mir dann angedichtet, mit wem ich alles was hätte in der Zeit, wo ich eine Aufnahme mache. Das wollte ich mir einfach ersparen. Deswegen habe ich das blockiert. Ja, aber trotz allem habe ich mich dann in die Videos halt reingekniet, hauptsächlich deshalb, um meine Ruhe vor ihm haben zu können. Die sind auch, denke ich, ganz schön geworden. Wenn das irgendwas Gutes aus der Zeit gibt, dann ist es vielleicht genau das. Ich meine, hat zwar keiner groß geguckt, aber ich hatte meine Ruhe. Ja, das ist, wenn du das jetzt mal hörst, eine wirklich ganz verkehrte Welt. Sehr, sehr verkehrt. Aber es ist so gewesen. Und ja, er hat einen einzigen Freund gehabt oder Bekannten, mit dem ich telefonieren durfte. Den hat er auch immer angerufen. Wenn er mich nicht gerade genervt hatte, hat er ihn angerufen, weil der hat dann immer ihm Gitarre vorgespielt. Er musste nachts immer als Sicherheitsmann durch die Gegend, da war ihm langweilig, dann hat er halt irgendwie angerufen. Entweder mich, um mich zu kontrollieren, aber da ich ja jetzt mehr Musikvideos gemacht habe, war es dann halt er gewesen und der hat ihn dann auf der Gitarre vorgespielt. Und ja, mit dem durfte ich dann auch mal reden. Hatte auch noch einen Vorteil, wenn ich gesagt habe, ich nenne ihn jetzt auch mal Paul, wie in dem Zeitschriftenbericht von Bild der Frau. Da hat die Redaktion ihn Paul genannt. Natürlich heißt er nicht Paul, aber er wurde so genannt. Greife ich das mal auf. Und dass, wenn Paul anruft, das halt eben dauert, weil er auch noch davon abgesehen sehr viel zu quatschen hat. Da kam man also früher wirklich nicht groß zu Wort. Aber ich war froh, das war eine Zeit, wo ich auch noch meine Ruhe hatte. Also mit den Musikvideos hatte ich meine Ruhe und halt mit diesem Telefonieren. Und das war mir sehr wichtig. Trotz allem habe ich ihm nicht so viel anvertrauen können, weil ich konnte nicht mehr groß vertrauen. Ich weiß noch, für mein letztes großes Musikvideo, das habe ich wieder entfernt auf YouTube,
Ich hatte ja schon von den lieben Menschen, die in der Straße gewohnt haben, erzählt, die mich auch unterstützt haben. Die haben mich da auch zurecht gemacht und geschminkt. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Die hat mir erzählt, dass sie früher auch mal einen Mann hatte. Aber es gab für sie keine Möglichkeit des Frauenhauses. Und ja, ich habe mir nur gedacht, wenn du wüsstest, dass ich habe ihr dann gesagt, es wäre ne, so dargestellt, als ob es wegen meinem Ex-Mann wäre. Ich habe ihr nicht die Wahrheit gesagt. Ich dachte nur, wenn du wüsstest, dass es genau der Mann ist, bei dem ich jetzt wohne, von dem ich rede. Aber sie wusste es nicht. Ich hätte gerne gesprochen, aber ich konnte niemandem mehr groß vertrauen. Ich wusste nicht, wem ich vertrauen kann. Und nach der Sache mit der Frau unten habe ich keinen angesprochen. Lieber nicht. Ja, irgendwann habe ich mich während der Telefonate mit Paul, musste mich gerade daran erinnern, wie hieß er? Paul, mit Paul, ein klein bisschen, also in ihn verliebt. Oder vielleicht auch einfach in die Vorstellung, frei zu sein. Ich weiß es nicht. Aber das war auch gut so, weil ich glaube, ich wäre dort sonst wirklich nie gegangen. Waagerecht vielleicht, weil der Gedanke, mit dem habe ich immer stärker gespielt. Aber ja, diese Gespräche mit Paul und so lieb wie er war und Gitarre gespielt hat, die haben was in mir ausgelöst und in meinem Herzen, die haben irgendwas in mir erreicht. Und das war letzten Endes wirklich ein großes, großes Glück gewesen. Denn ja, da bin ich aufgewacht.